Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Ü-Ei-Kanal. Mein Name ist Gunnar und für euch habe ich heute etwas mitgebracht. Und nein, diesmal sind es keine Überraschungseier. Heute haben wir hier Orbis-Perlen und da drinnen hat sich etwas Spielzeug versteckt. Genau, wie ihr schon an unseren Helfern, an den Hunden erkennen könnt, im Hintergrund haben wir heute Paw Patrol-Spielzeug, jede Menge Paw Patrol-Spielzeug. Genau, wir hatten ja schon mal von Rubble, die Baumaschine, den Bagger. Ich habe den schon mal beiseite geparkt und hier haben wir, ich kann schon erkennen, das ist Rookie. Ja, gar nicht so einfach hier rauszubekommen, aber den möchte ich euch unbedingt zeigen. Genau, hier haben wir Rookie von Paw Patrol. Und was hat sich wohl noch in diesem Glas voller Orbis versteckt? Ja, gar nicht so einfach hier ranzukommen. Sieht aus wie ein kleines Müllauto. Genau, ein kleines Auto. Wenn die Müllabfuhr kommt, dann kommt genau dieses Auto. Ziemlich witzig. Und hat sich ja etwa noch etwas versteckt. Da muss ich mit meinen Fingern wohl mal ganz tief hier runtergreifen. Und wir haben hier Marshall, den Feuerwehrhund. Ja genau, und wenn man genau hinschaut, im Hintergrund sitzt er nochmal. Wir haben hier also zwei Marshalls. Cool. Wer von euch möchte denn später mal Feuerwehrmann werden? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Und in der Zwischenzeit nehme ich mal das nächste Glas mit Orbis. Ich bin schon gespannt, ob hier zwischen diesen kleinen Perlen noch mehr ist. Genau, wir haben hier einen weiteren Paw Patrol Hund. Hier haben wir Sky, die Pilotin. Ja, Sky kann ja Flugzeuge und Hubschrauber fliegen. Die darf natürlich nicht fehlen und... Ja, ich kann schon fühlen, hier ist noch etwas, oder? Ich kann es nicht sehen, aber mit meinen Fingern kann ich es ertasten. Boah, es sieht aus, als wäre es blau. Hey, eine weitere Figur von Paw Patrol. Wie ist denn der Name dieser Figur? Weiß ich gar nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie der Name dieser Paw Patrol-Figur ist. Aber ich kann ja ein Polizeiauto erkennen. Genau. Ihr wisst ja, es gibt den Polizeihund Chase und der braucht natürlich ein Polizeiauto. Und das haben wir hier. Aber wer weiß, vielleicht finden wir in den Gläsern auch noch irgendwo den kleinen Polizeihund Chase. Ich meine, der sitzt hier links im Hintergrund, aber wir haben bestimmt auch noch ein kleines anderes Chase-Spielzeug. So, wir gucken jetzt mal hier in das nächste Glas. Und wir haben hier ein kleines Luftkissenboot. Und dieses Luftkissenboot ist vom Paw Patrol-Hund Zuma. Und hier haben wir natürlich auch noch Zuma. Ja, genau, der gefällt mir auch megamäßig gut. Aber ihr wisst ja, mein Lieblings-Paw Patrol-Hund, das ist Rubble. Ist aber auch irgendwie Chase und Marshall. Aber es gibt natürlich noch viel mehr, ich weiß. Hier haben wir ein Feuerwehrauto. Genau, das ist sicherlich das Feuerwehrauto von Marshall. Den Feuerwehrhund. Und hat sich hier noch etwas versteckt? Ja, natürlich. Hier haben wir noch Chase, den Polizeihund. Ziemlich cool. Okay, was war euer Lieblingsspielzeug für heute? Wie findet ihr Paw Patrol? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich bin schon gespannt. Wer ist euer Lieblings-Paw Patrol-Hund? Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst natürlich nicht, den Ü-Ei-Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder und dann packen wir wahrscheinlich wieder Überraschungseier aus. Also bis dahin, Leute. Tschüss.